Wir beginnen mit dem Abgleich. Und zwar die plus 15 und minus 15 Volt Speisung sind an zwei speziellen Messpunkten einzustellen. Das ist einmal hier an diesem Busstecker der Pin 1 als der Nuller und der Pin 2, ne Quatsch, der Pin 2 als 0 und der Pin 1 als Messpunkt. Und mit dem Trimmer RA2 ist das abzugleichen auf 340 mV plus minus 1 mV. Ich werde jetzt mal die Verbindung herstellen. Den Messspitzen. Die mal versuchen so zu halten. Da ist jetzt polaritätsverkehrt oder es ist wurscht. So, 350 ist eindeutig zu hoch. Das lässt sich gut einstellen. So. So liegen wir gut. Was sagen die hier? Plus minus 1 Millivolt. Ja, da kann man gut mit leben. Das wäre die Spannung. Und dann ist mit dem anderen Trimmer auf dem Netzteil an dem Messpunkt 9, das ist der ganz hinten, mal eben schauen. So, jetzt wird es ein bisschen frickelig mit den Messspitzen da anzukommen. So, dahin muss ich an die 9 und das müssen wir abgleichen auf, ne? Was müssen wir haben? 65 Millivolt. Das ist schwierig. Aber lässt sich einstellen. Ja, 65 Millivolt plus minus 0,5 passt. Ja, damit ist die Phantomspeisung hatte ich schon, die muss ab 48 Volt eingestellt werden. Das muss aber dann am Netzteil im ausgebauten Zustand hier oben gemacht werden. Das hatte ich schon gemacht. Und dann geht es jetzt weiter mit Eingangspegeln und Eingangsklärfaktor. Dazu muss ich aber erstmal die ganze Messgeräteapparatur aufbauen. Abgleich der Eingangspegel. Hier bitte beachten, dass jeweils eine Monosignal auf dem rechten und auf dem linken Kanal eingespeist werden muss, es aber einen Gesamtausgang gibt. Das ist hier unten der Ausgang AF Vorfeder, nicht Nachfeder. Das ist wichtig, das heißt bei den beiden Messungen, bei dem Umstupsen von links auf rechts, bleibt das so erhalten. Ich mache das jetzt mal für den letzten Kanal. Hier ist der Ausgang. Und der Eingang wird dann entsprechend zwischen links und rechts variiert und abgeglichen. Das heißt, ich stecke jetzt mal zunächst den in den linken Kanal. Und wir müssen hier abgleichen auf 388 Millivolt. Umsetzen. Das sieht gut aus. Ich stöpsel um auf den anderen Kanal. Das sieht nicht gut aus. Der muss eingestellt werden. Das sieht gut aus. Jetzt machen wir den anderen nochmal. Ja, den hatte ich nämlich gerade blöderweise verstellt, weil ich den falschen Trimmer erwischt habe.
So, aber das kriegen wir alles hin. 388. So, und wir werden jetzt nacheinander exakt die Eingangskanäle abgeglichen. Und das ist vor Fader. Wichtig ist, dass die Einstellungen auf dem Panel von den Genreglern alle exakt auf 0 dB sind. Das steht aber in der Anleitung sehr gut beschrieben. Man muss da sehr konzentriert vorgehen, weil es mehrere Abgleiche hintereinander sind. Aber wie ihr gesehen habt, ist das kein Hexenwerk mit einem guten Messgerät. Das geht natürlich auch mit einem normalen Sinusgenerator und einem guten Millivoltmeter. Muss man den Sinusgenerator vorher exakt auf die geforderten 775 Millivolt einstellen und dann mit dem Millivoltmeter die Ausgänge entsprechend dieser Messwerte hier einjustieren. Das ist aber normalerweise kein großes Problem. Okay, dann würde ich sagen, zum nächsten Abgleichsschritt. Der nächste Abgleichsschritt sind die Mono-Eingänge über den symmetrischen XLR-Eingang. Ihr seht, dass ich das hier mit einem Adapter realisiert habe. Und hier gilt auch, es ist der Gesamtausgang, der gemeinsame Ausgang vor Fader hier zu nehmen und mit dem RA13, das ist der hier, abzugleichen. So, das Ganze zeige ich jetzt mal. Hier ist schon der Abgleich erfolgt auf dem Kanal. Okay, man braucht das dann nur entsprechend umstöpseln. Und wir gehen jetzt auf den nächsten Eingangskanal und sehen auch hier einen guten Abgleich. Den nächsten Eingangskanal. Auch der ist in Ordnung. Das verwundert mich ein bisschen. Ah, der kann auch ein bisschen korrigiert werden. Okay. So. Gut. Zum nächsten. Ja, der kann auch noch ein bisschen korrigiert werden. Okay. Weiter zum letzten. Ja, das sieht auch gut aus. So, damit sind jetzt die ersten Abgleichmaßnahmen soweit durchgeführt. Und nun geht es in den Gearfaktor. Wir kommen nun zur Optimierung des Gesamtgearfaktor TAD. Dazu gibt die Anweisung an, dass wir mit 775 mV einspeisen müssen, zunächst auf dem linken Kanal. Und dass wir mit dem Flachbandregler am Ausgang AE, also hinter dem Fader, wir sehen also jetzt das Gesamtsystem der Eingangsbaugruppe, auf 388 Millivolt in etwa einzustellen haben. Das ist sehr schwer. Ihr seht hier oben, das ist halbwegs gelungen. Und der Regler RA4 unten auf der Platine ist jetzt dazu da, hier den Clear-Faktor zu minimieren. Ich versuche mal mein Glück. Ja, sehr schön. Das ist doch erheblich gewesen. Das Ganze wird jetzt auf den anderen Kanal geschaltet, also auf rechts, wenn man so will. Und da sehen wir jetzt noch einen erhöhten Clear-Faktor. Das ist eine ziemlich fisselige Einstellung. Man muss auch immer mit einer Zeitverzögerung rechnen. Ja, der ist nicht besser zu kriegen als 0,015. Ah doch, den kriegen wir auch gut hin. So, das sieht auch schon mal wesentlich besser aus. Ja, und auch das Prozedere ist jetzt auf allen Eingangsbaugruppen, also weiteren 5, zu vollziehen. Aber man erkennt auch hier sehr gut, dass das ein riesiger Aufwand ist, aber die Ergebnisse durchaus lohnend sind.
wenn die Pegel alle präzise stimmen und vor allen Dingen der Clear-Faktor noch weiter minimiert werden kann. So, dann mache ich mich jetzt an die anderen Kanäle. Das war ja nur beispielhaft. Und dann geht es weiter im Abgleich. Okay. Jetzt wird es frickelig. Da unten ist er, der Tremor. Der Flachbahnregler ist abzugleichen auf den minus 60 dB-Punkt. Das heißt, minus 60 dB von 775 Millivolt ist Faktor 1000, sind dann 775 Mikrovolt. Wir sehen das Ergebnis auf dem Kanal hier. Der ist nur leicht zu korrigieren. Das war aber bei allen Kanälen so. Man merkt aber hier dann jetzt schon bei den Einstellungen den Verschleiß der Flachbandregler. Also in dem Bereich ist das ein bisschen schon so, dass man die rauf und runter schieben muss, um überhaupt den Messwert zu bekommen. Aber das wird sich in der Praxis bei den Dämpfungswerten nicht auswirken. Ansonsten passt das. Schaut, das ist jetzt ein Messwert, da kann ich mit leben. Minus 60 dB, jetzt ist ja auch eine Skala mit einem Schieber, da gibt es noch Toleranzen jetzt bei der Einstellung. Ich habe sie versucht, alle ziemlich gleich auf diesen minus 60 dB-Punkt zu stellen, aber das ist eine mechanische Geschichte und da soll es jetzt mit dem Abgleich auch gut sein. Das wäre dann der nächste Schritt gewesen und im Weiteren geht es jetzt um die Summeneinheit, was da noch einzustellen ist. Als nächster Punkt wird der Flachbandregler auf der Summeneinheit abgeglichen. Dazu ist auch hier wieder mit 0 dB einzuspeisen und der Einstellregler auf minus 60 dB dann zu verändern und letztlich der Abgleich ähnlich dem vorhergehenden. Das heißt, ich stelle jetzt den Regler auf minus 60 dB. Das war den Hauptregler, den Summenregler quasi. Sieht oben, wie die Spannung abnimmt. So, eben auf die Skalierung gucken. Jetzt stehen wir auf minus 60 dB. Und hier haben wir jetzt schon das Problem. Genau. Dass wir hier einen extremen Verschleiß haben in den Reglern. Das heißt, die Widerstandsbahn unten, gerade im unteren Bereich, passt nicht mehr. Lässt sich nicht mehr einstellen, weil die hier verschlissen sind. Exakt. Da ist kein Signal mehr drauf. Das ist also schon so weit weggedämpft, dass wir da kein Signal mehr haben. Das würde bedeuten, wenn man ganz, ganz kleine Pegel hat, da passt die Skalierung nicht mehr. Aber das wird die Funktion des Puls jetzt nicht beeinträchtigen. Diese Schieberegler sind sehr speziell, sehr lang und ich werde sie nochmal reinigen gleich und mal schauen, ob wir das hinkriegen. Aber ich bezweifle das. Ich versuche mal eine Reinigung, weil der Summenregler ist natürlich wichtig und das sollte schon funktionieren. Bis gleich. Ja, das macht leider keinen Sinn mehr. Also die sind wirklich einige Schieberegler, vor allem der Master-Schieberegler, das sehe ich da auf der Hand, im unteren Bereich stark verschlissen. Das heißt, bei minus 50 dB, wo er jetzt steht, bei minus 55 dB auf der Schieberbahn ist kein Widerstand mehr da. Ihr seht es, dann bricht das Signal ab. Das tut aber der Sache keinen Abbruch, weil die Pegelanzeige entsprechend funktioniert. Im oberen Bereich bei 0 dB stimmt das genau. Das sind jetzt die Alterserscheinungen, die man hinnehmen muss. Und deswegen verzichte ich auch hier auf den Abgleich, weil gut, man könnte das jetzt auf minus 50 dB rechnen und dann einstellen. Das kann ich auch machen. Dann mache ich das so rum und dann hat man da halbwegs eine vernünftige Anzeige noch. Aber das tut der Funktion des Pultes, das möchte ich jetzt nochmal ausdrücklich sagen, kein Abbruch. Das sind Bereiche unten, die man sowieso kaum benutzt. Aber die eben halt beim Schieben der Schieberegler ständig abgenutzt werden und bearbeitet werden, steht der Tropfen, höhlt den Stein und dann passiert sowas.
Okay, das war jetzt bei den Eingangsbaugruppen eine, die nicht so hundertprozentig funktioniert hat und jetzt leider beim Summenregler. Aber okay, damit kann ich leben. So, der letzte wesentliche Abgleich sind diese beiden Trimmer hier für die Summeneinheit, also der Klirrfaktoroptimierung. Das geht so wie bei der Eingangsplatine auch. Ihr seht hier den TAD. Und ich werde jetzt Stück für Stück die beiden Trimmer für den linken und rechten Kanal so drehen, dass wir über alles bis zum Ausgang der Einheit einen möglichst geringen Gesamtklirrfaktor bekommen. Auch das ist eine bisschen fizzelige Einstellung. Aber auch hier ist gut zu sehen, was da noch herauszuholen ist. Ich packe jetzt das Eingangssignal mal eben um. Den zweiten Kanal. Dazu muss ich auch den Ausgang auf den zweiten Kanal stecken, das wäre sinnvoll. Ja, so, das habe ich jetzt. Und auch hier seht ihr, da ist Handlungsbedarf. So, das sieht auch sehr gut aus. Da haben wir noch eine Menge wieder rausgeholt. Ja. Ich habe schon gesehen, was noch abzugleichen wäre, wäre jetzt die Pegelanzeige, aber die stimmt auf den Punkt bei 0 dB. Also Eingangsregler 0 dB, Schieberegler vom Master 0 dB, dann zeigt die auch 0 dB. Da brauche ich also nichts abgleichen. Und damit könnte man natürlich jetzt noch Geräuschspannungsabstand messen und so weiter und so weiter. Aber das, denke ich mal, ist das, was man technisch rausholen kann aus dem Pult und ein sinnvoller Abgleich darstellt. Gewisser Verschleiß in den Schiebereglern ist feststellbar, aber sollte jetzt beim Betrieb des Gerätes keinerlei Auswirkungen haben. Insofern ist die Sache jetzt abgeschlossen, zufriedenstellend, und ich kann das Ganze zusammenbauen. Ja, Freunde der guten Elektronik, so sieht das dann abgeglichen aus. Die Eingangsregler stehen auf minus 30 dB. Das Panel zeigt exakt minus 30 dB bei 0 dB Summe. Und wenn ich jetzt, ich bin am zweiten Kanal, hier rauf gehe, dann müsste das so ziemlich 20 dB passt. 10 dB, wunderbar, schaut mal, ich bin da jetzt bei 10 dB und die Anzeige zeigt exakt 10 dB. Wir gehen auf 0 dB und die Anzeige zeigt exakt 0 dB. So soll das sein. Ich mache jetzt nochmal den Check, ob die alle entsprechend sauber arbeiten. Das heißt, ich muss dann jeweils das Eingangssignal umstöpseln. Bin ich jetzt sehr gut. Sehr gut. Ah, der ist ein bisschen höher, aber das ist der Regler wahrscheinlich. Kleinschlag, ja, das sind jetzt Toleranzen im Regler. Der stimmt wieder hundertprozentig. Der erste nochmal, der Form halber, der stimmt auch hundertprozentig. Das heißt, wir haben hier nur bei den Reglern im unteren Bereich etwas Probleme, Verschleiß. Aber ansonsten ist das Pult jetzt von den Pegeln. Hier oben ist übrigens clevererweise die Einstellung von der Pegelanzeige mit so kleinen Zwockeln geschützt. Sind wir von den Pegeln absolut sauber, alles abgeglichen, Netzbuchse passt, Kabel sind wieder drin. So muss ich das Ganze jetzt nur noch zusammenbauen und dann kann das zurückgehen. Okay, ja, Mammutprojekt, viel Arbeit, sich da reinzudenken, aber ich fasse zusammen, ein schönes, altes Revox A
oder Studer A779 Mischpult schaut positiv in die Zukunft. Und das ist mir irgendwie auch wichtig, trotz aller äußerst denkbar schlechten Randbedingungen, die wir da hatten. Okay, bis dann, ciao.